Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und heute spielen wir weiter eine Runde Fallout Shelter. Was mir in der ersten Aufnahme aufgefallen ist, dass ihr gar nichts gehört habt. Also nur meine Stimme und keine Soundgeräusche. So, das sollte sich jetzt bisschen behoben haben. So, was wir brauchen ist einfach, wir brauchen mehr Babys. Und heute wird jede Frau geschwängert. Hört sich skrupellos an, ich weiß, ist aber so. Um die Bevölkerung ein wenig aufzupimpen, müssen wir, sind die Frauen halt dafür da. So, zwei Damen sind schon geschwängert. Jetzt müssen wir, wir müssen jetzt die anderen Frauen auch noch dazu bringen, sagen wir mal, essen nicht so wirklich, weil Essen ist im Moment ziemlich knapp bei Kasse. Strom und Wasser ist genug. So. Da können wir eigentlich die beiden Frauen hier reinpacken und die beiden können erstmal ein bisschen arbeiten gehen. Okay, da passiert nichts. Die können sich wohl nicht leiden. Gut, junger Mann, du kommst wieder dahin. Dann geht der nächste junge Mann einfach mal nach unten. Mal sehen, ob die mehr auf ihn stehen. Da passiert einfach nichts. Wir werden den zweiten mal nach unten packen. Mal sehen, ob sich dann was tut. Wenig Nahrung, das ist mir bewusst. Da müssen wir mal was machen. Wir haben zu wenig Nahrung. Ärgerlich. Aber wir haben einfach keinen, der sich dafür interessiert. Ah, jetzt geht es auf einmal hier rund, oder was? Alles klar. Ja, die müssen ausgetauscht werden. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Nee, sie ist nicht so gut. Hier hat sie aber trotzdem plus 1. Jetzt hat sie aber gute Laune, hat man gerade gesehen an den Smileys. Somit kann sie da erstmal bleiben. So, hier unten sind sie schön am Flirten. Das ist gut so. So, wenn die beiden weg sind, dann haben wir noch sie. Und dann sind alle Frauen geschwängert. Das heißt, die Zukunft wird rosig sein. Mal sehen, wie lange das dauert, bis die Damen dann ihre erste Geburt haben. Und wir können jetzt wieder was bauen. Was wäre denn sinnvoll? Ich würde sagen Essen, weil Essen
ist ein bisschen Mangelware. Deswegen zuerst essen. Denk daran, Felsen. Naja. So, wir hatten Essen. Bam. So, da kann jemand aufsteigen. Level 3 erreicht. Glückwunsch. So, mehr können wir eigentlich nicht bauen, aber wir können hier was entfernen. Wer ist klug, den Felsen oder den erstmal? Wir nehmen erstmal den. Wir haben ja noch genug Felsen zur Auswahl hinterher. Und was ich herausgefunden habe, dass die Felsen immer teurer werden. Aber ist doch irgendwie auch verständlich. Es muss ja auch ein bisschen schwieriger werden im Game. Hinterher gibt es viele Brände noch und sonstiges. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und wir kriegen bestimmt noch Besuch, also wir müssen auch gucken, dass wir dann irgendwann mal etwas Richtiges bauen, damit wir den Leuten dann Waffen und so zukommen lassen können. So, wir können im Moment nichts bauen, aber wir haben den Lagerraum freigeschaltet. Das heißt, erhöht die maximale Anzahl von Gegenständen und Haustieren. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch. Mit 14 Einwohnern können wir die Krankenstation machen. So, Strom ist relativ gut. Wasser ist jetzt auch wieder besser. War noch nicht so wirklich. Das Essen fehlt einfach. Da müssen wir uns was überlegen, wenn die beiden oder die vier da fertig sind. Dann können wir die auch alle zum Essen schicken. So. Achso, das war der Shop also. Es gibt im Moment ein Angebot. 32 Colas. Für nur 3,74 Euro. Schlagen Sie jetzt zu. Natürlich könnten wir uns hier jetzt 40 Koffer kaufen für 10 Euro. Aber das ist nicht so mein Ding im Moment. Im Moment kommen wir ganz gut klar, würde ich sagen. So, und hier haben wir noch so ein Handbuch oder was das auch immer ist. Benötigen wir aber nicht. Hier können wir noch sehr viele Haustiere kaufen. Auch für echtes Geld natürlich. Aber wir lassen das erstmal so. So, da ist ein Feuer ausgebrochen. Das ist nicht gut. Nicht gut. So, die eine Frau ist schon schwanger. Und die anderen löschen hier fleißig. Das schaffen die schon. Level 2 aufgestiegen. Sonst ist hier nichts passiert. Einmal kurz weggeschaut und die Katastrophe ist am Brodeln. So, dann kann der Mann hier in die Küche und die Frau, wo ist die denn hingelaufen? Ach, da kommt sie wieder. Wir haben immer sehr viel Angst dann. Aber ist ja auch verständlich, wenn hier Neugeborenes dann. So, jetzt sollte das auch ein bisschen schneller gehen. 4 Arbeiter in der Küche, 2 im Wasserwerk. Vielleicht sollten wir das Wasserwerk als nächstes erstmal aufrüsten und die Küche natürlich auch nochmal erweitern. Weil der Nachwuchs, der ist ja in Gange. Das heißt, wir haben jetzt bald 4 neue Kinderlein. Vielleicht auch 5, wenn die sich jetzt auch mal richtig begnügen.
Ich schau mal rein, was die so machen. Okay. Die schmalzen dann auch ein bisschen rum. Lassen wir die in Frieden. So, ein bisschen Wasser gesammelt, aber das Wasser, das reicht nicht mehr aus. Das ist natürlich ein Problem. So, wir haben hier noch eine Eigenschaft, 50 Nahrung gesammelt. Easy. Verkaufe eine Waffe oder Outfit? Nee, im Moment nicht. Schicke einen Bewohner ins Ödland. So, wem können wir? Wir könnten ihn dann gleich hinschicken. Weil wir haben ja ein bisschen Equipment, somit kann er ein bisschen noch in die freie Wildnis gehen und für uns ein paar Sachen suchen. Vielleicht hat er ja Glück. So, Level 3 aufgestiegen, herzlichen Glückwunsch. So, mehr passiert jetzt gerade nicht. Wir müssen nur gucken, dass wir das Essen und Trinken richtig hinkriegen. Ja, so ist das, ey. So, Strom, Wasser, oh, das dauert so lange. Warum? Arbeitet mal schneller. So, und vielleicht können wir in der Küche. Aber ich riskiere es gleich erst. Mal euch. Und. Scheiße. Fehlgeschlagen. Die Schwangere, die flüchtet wieder. Sie ist hier fleißig am Löschen. Okay, das hat halt nicht funktioniert. Das funktioniert nicht immer. Manchmal gibt es auch einen Kurzschluss und somit brennt es dann, oder es kommen so komische Käferlein von unten und wollen die Menschen aufessen. So. Die beiden sind noch am Schäkern. Ja, wenig Nahrung, das ist mir klar. Bin ja nicht blind. So, die Nahrung. Wir brauchen mehr Nahrung. Oh, wir haben wieder Geld bekommen. Es bringt ja nichts, wenn wir jetzt doch das Wasser könnten wir ein bisschen aufbessern. Somit Wasser. Wir brauchen mehr Wasser. Ah. So. Wir bräuchten noch ein paar mehr Leute, somit müssen wir eigentlich noch eine Baracke erstellen. Eine neue Baracke kostet aber 220 und wir haben nur, ja, wir haben nicht genug Geld. Das ist natürlich belastend. Obwohl, ich könnte die beiden hier auch einfach mal, oh, die hat kein Leben mehr fast. Okay, die beiden kann ich nicht losschicken, weil die sind sofort tot bestimmt. So, wie ist mit dir? Ich brauche Krieger. So, Level 2, du bist nicht gut. Stärke. Du hast Stärke, du hast keine Stärke. So, Level 3, Glückwunsch. So, aber er ist fast tot und hat auch nicht so viel Stärke, hat auch nicht so viel Stärke. Suchen wir mal jemanden, der auch Stärke hat. Oder? Ja, es gibt keinen mehr.
Super geil. So, er hier hat Stärke. Stärke ist gut. So, mein Kollege hier. Du musst raus. Mal dahin, dann ziehe ich dich vernünftig hier an. Und dann würde ich sagen, schicken wir ihn los. Mal sehen, was er so findet. So, eine Waffe. Was benötigen wir? Rostige Schrotflinte oder... Sehr schwierig. Wir nehmen mal die Schrotflinte. So, da haben wir ein bisschen Cash bekommen. Ja, jetzt fühlst du dich gut. Hier kriegst du noch was Schönes. Dann los. Ja, Heilung habe ich nicht. Da geht's raus. Jupp. Ah, jetzt machen die Liebe. Die Liebe läuft. Liebe liegt in der Luft. So, das haben wir auch erreicht. Leute, wir haben Schnürchen heute. Bis bald. So, hier ist es auch nochmal das Spannende. Hier schreibt er sein Tagebuch quasi. Hier können wir alles nachlesen, was passiert und wie viel Leben der noch hat und so weiter und so fort. Mal sehen. Darauf muss ich jetzt sehr achten, weil er die guten Waffen hat, die wir jetzt erst im Moment haben. So, genau, dann könnt ihr ja wieder arbeiten gehen, ne? Küche ist nichts für dich. Wie sieht's bei dir? Ne, du auch nicht. Okay, dann ab ins Wasserwerk. So, ist hier schon was passiert? Nein, ist noch nichts passiert. Mal sehen. Mal sehen. Er ist ja auch erst eine Minute weg, also. Somit lassen wir das ein bisschen ziehen. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Geld. Aber wir können uns keine Baracke kaufen, weil uns ein Kronkorken fehlt. Ein Kronkorken, jetzt haben wir es. Bam. So. So, Baracke. Ups. So. Aufgestiegen, Level 3. Okay. Er ist noch nichts. Ist noch nichts passiert. Doch, jetzt hier. Entdeckt. Ein flüchtiger Sklave. Ein Sklaven wurde ins Bein geschossen. Er hat ihn verbunden, bla bla bla. Gut, das hast du gut gemacht. Man findet hier auch Equipment, Sachen und sowas alles. Und natürlich kann die Person dann auch aufsteigen, wie hier 10 EP bekommen und ein bisschen aufgestiegen, glaube ich zumindest. So, Leben hat er noch. Genug. Ja. So, Wasser. Sammel 100 Wasser. Ja, das ist doch kein Problem für uns. Was haben wir denn hier noch? Sammel 50 Nahrung. Ja, das ist auch alles ganz easy. So Leute, wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.